Hallo zusammen, ich zeige euch heute, wie ihr so einen Parkplatz mit Steinen und Begrünung selber herstellen könnt mit einfachen Mitteln. Viel Spaß wünsche ich euch beim Video. Es gibt ja manchmal so Parkplätze, das sind so Betonsteine mit extrem starker Begrünung, Grasbewuchs. Das wollen wir jetzt machen mit einfachen Mitteln. Also wir nehmen hierfür so Jute eigentlich. Da kann man überall kaufen eigentlich, das ganz eine feine Struktur, so 2-3 mm Netz. Ein Styropor nehmen wir, Klebeband und Moltofil. Jetzt meine Idee ist, dass es eigentlich so auf dieser Struktur, das klebe ich jetzt mal hier auf das Styropor hin, dass dann auf dieser Struktur, eigentlich auf diesem Netz, die Begrünung stattfinden kann. Und dass hier eigentlich in der Vertiefung die Steine sind. Kleben wir das mal hin. Jetzt den Moltofil oder irgendein Spachtel relativ dick anrühren. Und dann schmiere ich das jetzt einfach hier großzügig darüber. Und jetzt streiche ich das einfach nach außen, bis ich die Struktur wieder ein bisschen sehe. So sieht das aus. Jetzt lassen wir das mal trocknen. Dann geht's weiter. So, das Teil mit dem Moltofilspachtel ist nun getrocknet. Man sieht hier ein wenig die Struktur noch hervorscheinen. Meine Idee ist jetzt, ich will das... die kleinen Steine zum Vorschein kommen. Jetzt mal schauen, ob das funktioniert. Ich nehme ein großes Schleifpapier, wickle das um meinen Korkzapfen und schleife jetzt da mal eine Runde. Um die Struktur der Steine wieder hervorzubringen. Wackelt ein bisschen, weil schüttelt natürlich. Da muss ich jetzt natürlich noch eine ganze Menge schleifen, aber das mache ich jetzt mal und zeige euch nachher, wie es ausschaut. Also jetzt habe ich das Ganze mal abgeschliffen. Meine Idee ist ja, ich will ja eigentlich einen Parkplatz oder einen Abstellplatz, wo so begrünt ist und wo man die Platten ja eigentlich nicht mehr richtig sieht. Hier steht das Richtige ja eigentlich jetzt, die ganzen Fasern von der Struktur, also von der Matte eigentlich auf, die kann ich noch ein bisschen abschneiden. Jetzt meine Idee ist, jetzt will ich das noch ein bisschen kolorieren, ein bisschen Washing drüber machen und dann eigentlich die feinen Stellen hier mit einem feinen Pinsel mit Leim einstreichen und begrasen, dass so wirklich ein Platz entsteht, der nach Stein aussieht und nach Gras. Jetzt begrüne ich, also jetzt mal schauen, kolorieren das Ganze, ein bisschen grau, weiß. Mal schauen. So, jetzt lasse ich das Ganze mal trocknen und dann schaue ich mal, wie es ausschaut. Vielleicht noch etwas mehr kolorieren oder weniger. Mal schauen. Lassen wir das mal trocknen. Jetzt habe ich das Ganze koloriert. Es ist trocken. Was ich jetzt hier noch gemacht habe, ist noch einmal mit dem Schleifpapier ganz wenig darüber gegangen, dass hier so eine bisschen steinartige Struktur gibt. Weil man sieht ja nicht mehr viel, wenn ich jetzt hier das Ganze begrase, aber einfach ein wenig. Jetzt gehen wir weiter und streichen hier das Ganze mit Graskleber ganz fein ein. Das zeige ich euch jetzt gleich.
Das muss ja ganz fein sein, dann nehme ich den Zahnstocher und gehe hier einfach fein auf die Punkte, die ich begrasen möchte. Das muss ja wirklich sehr fein sein. Das ist ein bisschen eine Sisyphusarbeit, aber ich denke, das lohnt sich am Schluss. Da mache ich jetzt mal das Ganze. Jetzt habe ich das Ganze mit Leim geklebt, nicht ganz alle Stellen gemacht, weil sonst wird es vielleicht etwas verdichtet. Ich habe so 2 mm, 3, 5 mm eine Mischung gemacht. Die gebe ich jetzt hier in mein Begrasungsgerät hinein. Und dann legen wir los. So. Ich habe ein bisschen ein feineres Sieb genommen, nicht zu grob, weil ich möchte ja nicht zu dicht das Ganze haben. Verschiedene Farbnuancen. Und weil an gewissen Stellen kann ich ja dann immer noch nachgeben, wenn ich das Gefühl habe, ja, jetzt hier braucht es jetzt aber noch ein bisschen mehr. Schaue ich da mal. Gehe ich da nochmal rüber. Dass ich auch noch hier außen vor allem längere Fasern habe. Sieht das im Moment mal so aus. Jetzt lasse ich das mal trocken, nicht tropfen, und mache vielleicht noch einmal ein paar Punkte. Hier habe ich jetzt noch ein paar kleine Stellen nochmals gemacht. Hier gehe ich noch mal etwas darüber. Am Schluss, wenn es natürlich trocken ist, sauge ich das Ganze ab, weil das, ja, dass nicht alle Fasern hier voll hineinkleben. Habe ich hier unterschiedliche Höhen. Man kann das gut sehen. Natürlich ist noch ganz wenig dicht hier, aber das sauge ich später ab, wenn es trocken ist, und dann haben wir einen wilden Parkplatz, der begrünt ist. So, wir haben das nun gemacht. Außen ein bisschen mehr, innen ein bisschen weniger. Und man sieht ja auch noch die Struktur vom Netz, das ich gemacht habe. Also wenn ihr das hier, ich hoffe die Kamera, man kann es gut sehen, hier die einzelnen Steine durch die Netzstruktur, also von der Jute oder wie das Material auch heißt, sieht man noch hindurch. Dass ihr auch mal das Verhältnis seht. Das hier, die Figur ist also wirklich nicht so hoch. Es scheint relativ hoch, das Gras, ist es aber nicht. Jetzt ist mir das ja noch ein bisschen zu langweilig. Jetzt habe ich mir gedacht, ja, warum macht man das nicht noch ein bisschen feucht? Da hat es geregnet und jetzt will das irgendwie, ja, abtropfen, sage ich mal. Jetzt nehmen wir ein Lack-Leim-Gemisch, das ist von Müller, keine Schleichwerbung, sollte man ja nicht machen. Dann gehe ich einfach noch hier hinein und tupfe an gewissen Stellen einfach mit dem Pinsel fein hinein. Ich möchte noch ein bisschen eine Feuchtigkeitsstruktur haben, dass das nach einem Regen ein bisschen feucht wird. Mach mal das Ganze jetzt und zeige auch nachher das Ergebnis. So sieht nun unser fertiger Parkplatz aus. Ich habe hier noch ein Auto hingemacht, final, damit man das ein bisschen besser sehen kann. Ich kippe das mal ein wenig. Nur ganz wenig Feuchtigkeit und man sieht auch die Steine noch durchscheinen. Also wirklich ein wilder Parkplatz, aber einfach mit, so mir sagen, dem so
Pflaster, Bullensteine hier in der Schweiz. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Aber ich finde das eine coole Idee. Das Segment kann man irgendwo in die Anlage platzieren. Klar, es gibt von Juweler Steine und so, aber da kann man, ich kann hier nicht so fein Gras hineinmachen, weil sonst sieht das nur noch Gras aus. Und hier hat es noch eine gewisse Struktur. Das ist wieder so eine Idee oder eine Idee, kann man sagen, für euch, für mich. Wieder etwas ausprobiert, kleine Details in H0. Ich finde das eine coole Idee. Viel Spaß beim Nachbauen, wünsche ich euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch ganz eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Ciao zusammen, euer Alex.